Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der Marc und Marc bei mir am Hof und Freezy als Helfer. Da freuen wir uns doch alle. Hallo. Super, Moin. Freezy. Schön. Du bist bei mir im Hof? Ja. Jetzt habe ich das. Warum waren die Aufnahme? Warte mal. Hä? Du hattest doch schon. Ja, aber ich habe nicht aufgenommen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier nicht irgendwas verbumstelt habe. Ja. Ne, ich habe vier Aufnahmen. Warte mal, habe ich die Ende der letzten Folge? So, Ballen sind abgelaufen. Ach ja. Ich habe die letzte Folge nicht beendet, sozusagen. Nicht richtig gedrückt. So, du bist bei uns am Hof, Freezy. Dann würde ich dich bitten, schnapp dir einmal den Marcel Ferguson. Wo steht der? Beim Silo. Achso, direkt am Hof. Ja, alles klar. Beim Silo und den... Reicht das Kalkmark? Ja, doch, ich glaube, ich komme hin. Und den Sammelwagen dazu? Marc, sagst du mal Bescheid, wenn du fertig bist mit der Ansaat? Ja. Wie viel hast du schon, ungefähr Prozent? 60, 50, 60. 50, okay. 60. Oh, Keule ist so ein Hund, Alter. Keule ist so eine Ratte, Alter. Das gibt's gar nicht. Was hat er gemacht? Ja, er hat den Sammelwagen in den Wald gefahren. Den Mischwagen in den Wald gefahren. Penner. Wo ist denn unser Strohsammelwagen? Der müsste am Silo stehen. Siehst du den Strohsammelwagen für sie? Ja, hast du dran. Fährst du damit einmal... warte mal, mach mal das Gewicht wieder hinten ab. Obwohl, es wird wahrscheinlich genau... Es wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Ja. Das Gewicht ab, Strohsammelwagen dran und auf Fetz... Achso, die Strohsammel waren wir fertig, oder? Ja. Ja. Dann, was könnte Füßi machen? Kalk holen. Nee, es geht nicht, weil ich den Anhänger habe. Was lassen wir Füßi machen? Macht ihr mal bitte, steht auf dem Hof der Düngestreuer, Füßi. Der müsste da stehen, dieser kleine Düngestreuer, den man hinten anhängen kann. Neben der Biogasanlage da, glaube ich, den meinst du, ne? Ja. Dann macht ihr den mal bitte dran und dünnt bitte einmal Feld 1 und Feld 9. Feld 1 und Feld 9 einmal düngen. Der hat Pflegebereifung drauf, der MF kannst du quer drüber brettern. So, okay. Fertig, ja? Feld 1 und Feld 9, ja? Ja. Mhm. Dann der Marc, würdest du gleich mal die 9 striegeln bitte, wo Marc ansieht? Kann ich machen. Das wäre super. Kannst theoretisch schon anfangen. Also ich komm. Ich glaube, du holst nämlich nicht ein. Als easy war. Was? Siehst du Füßi und da sagst du, ich hab's hier super. Mit so, da wirst du Matsch im Kopf. Aber Füßi, du kommst in der letzten Folge sowieso immer zu mir, um zu reden. Ja. Deswegen habe ich mir extra überlegt, dich in der letzten Folge zu holen, weil du ja so oder so immer zu mir kommst, reden. Und dann, ja. Hui. Über was können wir denn Schönes reden? Marc, wann ist der nächste Stall dran? Jetzt gleich. Gut, du hast das im Blick? Ja. Gut, perfekt. Wo steht denn der Striegel? Steht nach oben an der 7? Ja. Okay. Für sie, was machst du? Oh, komm, Alter, mach mal keinen Scheiß, ey. Ich mach doch keinen Scheiß. Was machst du denn? Ich fahr zu Feld 1, so wie du es wolltest. Und das ist, so wie ich das sehe, gekalkt. So, ich fange jetzt gleich an. Ja, dann hör auf mit 2 km/h Tempomat. Spacken, verstehst du das? Richtiger Spack. Kann nicht wahr sein. Die anderen zwei haben echt gut gearbeitet. Keule hat zwar am Schluss gedrollt. Scheiße, warte mal, ich habe mein Internet kackt, glaube ich, ab.
Jetzt mal ohne Flachs. Nee, bei mir auch, bei mir auch. Das ist überall, das ist der Server. Oh nein. Oh, nee, oh ich bin leider. Oh. Ach Gott sei Dank, Pflegebereifung. War speichern. Das wäre nicht extra gewesen. War speichern, hatte ich auch. War tatsächlich speichern. Kann man das eigentlich ausschalten? Hat Füßi echt den Düngerstreuer an, während er dorthin fährt? Und verschwendet den Dünger? Oh wow. Was ist echt für sie? Nein. Ich bin mit 2 km/h da hingefahren, ich habe aber nicht auf der Straße oder so gedüngt. Ich habe gesagt, ich mache dir nichts kaputt und das wäre in meinen Augen kaputt machen, weil ich mache dir deinen Dünger kaputt, so gesehen. Ich habe ich nicht getan, nein. Okay. so. Dann machen wir das einmal an. Frizzy, hast du deinen Tisch umgestellt? Mein Tisch? Ja, du saßt sonst, glaube ich, an einer anderen Wand mit deinem Schreibtisch, oder? Nein. Ich hatte vorher mein Greenscreen hinter mir. Hattest du nicht vorher das Fenster im Rücken ganz am Anfang und die Tür links von dir? Das war gespiegelt. Oh. Hast du angesehen? Marc, fertig? 3 Bahnen noch. Das gleiche auf die andere Feld, ne? 7. Ja? Nee. Oh. Auf die 10. Und auf die 1 Baumwolle. Und die 2 übersehen wir auch mit Baumwolle. Genau. Statt lohnt gleich ins Bett zu gehen, um 2 wieder aufzustehen? Warum? Ich meine nur. Also ich würde ins Bett gehen und nicht um 2 aufstehen. Ja, ich muss um 2 aufstehen. Ich fahre nach Thüringen. Oh, Thüringen ist schön. Wie sie? Ja. Feld 10. Kannst du quer rüberbrettern. Feld 9. Noch kannst du sagen, 9, ja. Ja. Für was haben wir den Anhänger jetzt nochmal gebraucht? Kalk holen. Na, wir brauchen erstmal keinen Kalk. Ich würde auch sagen, wir setzen den Kalkstreuer zurück, machen den einmal voll. Das reicht für ein Feld. Mhm. Der ist aber leer, mal davon abgesehen. Ja. Ich glaube 1000 Liter oder so sind noch drin. Das reicht wahrscheinlich nicht nur für ein Feld, sondern wahrscheinlich für den Rest des Projekts. Ja. Hast du deine Millionen schon geholt, Füsi, was du uns letzte Woche erzählt hast? Du warst schon wieder übelst lecky, oder? Ja. Hm. Jetzt geht's. Obwohl, das arbeiten zu viele bei den 20 Millionen Kuhstellen hier, ne? Hm, hast du, gut, dass du es gerade erwähnst, Kuhstall? Ja, es sind 12, welchen Blick. Sehr gut. Ja, wir haben 12, deswegen. Aber ich gehe jetzt die anderthalb Bahnen noch durch. Achso, ja. Das warum Füsi bei uns arbeitet? Füsi hat eingesehen, dass er ein paar unfaire Aktionen während des Projektes gemacht hat und hat uns jetzt für eine Folge seine Hilfe angeboten, um das wieder auszugleichen. Und das finde ich sehr korrekt von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das zeigt halt auch, das ist Charakterstärke. Er hat halt gesagt, Manus, pass auf. 1-2 Sachen waren nicht so gut von mir, weiß ich. Ich will das Projekt aber trotzdem gewinnen. Und weil ich mir dann am Ende ja nicht das alles anhören will von dir, dann... Und ich gönne ihm den Sieg von Herzen, muss ich auch dazu sagen. Wenn ich jemandem den Sieg gönne, dann ist es definitiv Milo. Und auf jeden Fall... Nein. Wenn ich jemandem den Sieg gönne, dann ist es Füsi. Und er wollte halt noch offene Rechnungen begleichen, sozusagen. Und er hat jetzt einfach eine Folge sein Dings angeboten. Finde ich sehr fair von ihm, finde ich klasse. Wie sie, hast du schon schönes Merch gedruckt? Merch, ja. Er muss es ja anziehen. Es ist ja, wahr, also das ist wahre Größe. Um Physi. Was? Ein Merch. Naja. Aber das mit dem Merch, das war keine gute Idee, kann das sein? Episch.
Ich sitze hier bestimmt nirgends in der Lederkluft, oder? Also ich habe lange mit Eis.de verhandeln müssen, aber... Alter, im Maul, das kannst du vergessen. Ich wollte gerade sagen, weißt du, so ein Borat-Anzug und dann mit Freezy-Zeichen oder so drauf. Das könnt ihr so abhaken, Leute. Das könnt ihr so abhaken. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, das darf er auch so neben Stream nicht anziehen. Nee, dann gleich gar nicht. Ist hier nur so nicht mal jugendfrei. Wieso? Dann kriegst du zwei so schöne Herzaufkleber über die Nippel, weißt du, dann ist das wieder jugendfrei. Einmal ganz kurz, wann? Füsi ist fertig mit der Arbeit. Warte. Was haben wir noch zu tun? Jetzt. Fahr den bitte einmal zurück zum Hof, so wie er ist. Achso, ich habe eine schöne Aufgabe. Das ist tatsächlich, aber sag ich dir, wie es ist, das ist tatsächlich eine schöne Aufgabe. Keine Dulli-Arbeit, wenn du die machen möchtest. Okay, was denn? Mischfutter im Stall auffüllen. Ja, das mach ich. Warum lacht ihr? Wie ist der Stall geboren? Kommst du wahrscheinlich nie rein, ne? Ich hab gesagt, Kälbchen streicheln. Machst du bestimmt gerne. Selber? Sind doch süß. Ich hab mich mal kurz gemutet, Leute. Aber Hammer hat, wie viel Kohle wir auf dem Konto haben. Schon wieder Wahnsinn. Es läuft gut. Es läuft richtig gut. Also es läuft wirklich gut. Ja, ist sie? Also wirklich gut. Immer. Excuse me? Oh Gott. Achso, Füße, stopp. Fahr mal zurück. Mit zu einer Steuer? Ja, tut mir leid. Feld 7 kann noch gedüngt werden. Das habe ich vergessen. Feld 7 noch. Über die 7, die ist gleich daneben. Ah, Füße, ich mag Kühe auch nicht. Ich meine, die essen meinem Essen das Essen weg. Also, das geht gar nicht. Ah, herrlich. Pass auf, die Bezeichnung Schummelmanus entstand bei der Challenge zum Schätzen am 2.1. Dort bat er seine Chat-Emotes pro Gewissen, Summen in den Chat zu senden. Somit wurden ihm die Antworten vorgesagt. Trotz verordneter Only-Emote von der PL. Ergebnis war, dass er die Challenge zu Unrecht als erster beendet hat. Okay. Aber gut, ich hatte doch Only Emote. Das verstehe ich jetzt nicht, die Aussage. Ja, du hast halt den Only Emote missbraucht, meint er damit. Ja, Mark. Mark. Der Mark. Hä? Ich glaube, das ist tatsächlich, die Ironie ist bei mir angekommen, ja? Ach so, okay, ja, sorry. Ja, ich war jetzt. So. Scheiße, voll verkackt. Also ich bin... Darf ich den Channel hier kurzzeitig verlassen? Nein. Warum? Zum Würgen oder Lachen? Was? Nein, zum bleib Würgen mal bei oder uns, lachen. Komm. Ein Kontrahent würde ganz gerne was von mir wollen. Achso, der kann ja gerne herkommen. Genau. Wer denn? Milo oder Keuler? Milo. Dafür Raps. Und jetzt ist Raps das, was ich brauche. Moin. Moin. Was sagst du, Milo? Jetzt ist Raps das, was ich brauche. Wieso Raps ist das, was du brauchst? Für mein Feld. Ey, ich hab Raps. Also wolltest du gerne was kaufen? Ja, sehr gerne. Wie viel? Ach, guck mal. Ja, so. Können wir dann also machen. Füße, ich hab dich nur, weil Füße hat gesagt, du willst was von ihm. Und deswegen habe ich gesagt... deswegen aber von dir? Nein, nee, aber er arbeitet bei mir. Ach so, bist du echt da selber hin? Der ja. König ja, persönlich sicher. Kriecht zu Kreuze. Ach, Scheiße, ich hab mich schon wieder verfahren. Ach, ich wollte eh tanken. Habt ihr was im Lager? Muss ich was? Ja, wir haben noch. Also der Deal wäre mir komplett um die Ohren geflogen, Dino. Und du hast mich angelogen, du Duft. Nein, habe ich doch nicht. Weil du mir nicht geben kannst, was ich für mein Feld brauche. Es sei denn, du kannst, aber ich will jetzt nicht so viel dran. Mhm. Aber wie geil, oder? Ich muss es leider zeigen, weil es zu schön war. Hast du es gezeigt? Ja, ich musste es, dein Werk musste ich zeigen, das war einfach geil. Nicht sehr schlau, tatsächlich. Ja. Ja, finde ich auch ein bisschen. Aber gut, dann ist es jetzt so.
Ich musste es, weiß ich nicht. Nee, musstest du nicht. Doch, weil, hä? Nein. Der baut gemacht. Sowas krasses und denkst, wir haben's anders. Ach so. Ja, komm, aber ganz ehrlich, das hätte man ja alles noch zeigen können. Das wäre nicht das Ding. Ja, egal. Ich hab's jetzt gezeigt. Ja. Naja, gut. Du hast, aber ja, gut. Du hast 3000 Liter Dünger verschwendet für sie? Unfassbar. Oh, wow. Gut, ich bin weg. Du hast wirklich ein bisschen über die Dings. Du hast wirklich gedüngt, ohne dass es nötig war, oder? Nein. Echt nicht? So, wenn die dann Leute hier spionieren, also wenn die Leute spionieren, dann spioniert wirklich. Ich habe jetzt ordentlich hier gearbeitet, ich habe ein Mist gebaut. So wie ich sogar mein Chat hier mir sagt, arbeite ich schneller als Keule und Milo und also, was soll der Scheiß? Also Dominik, Moment, Dominik hat im Silo ist neuer Dünger für sie. Ja, habe ich schon aufgeladen. Bei Milo war Dominik da, der hat richtig krass gearbeitet. Also der Dominik hat wirklich richtig gut das, was er gemacht, also die Aufgabe, die er bekommen hat, hat er richtig gut gemacht. Keule hat die gleiche Aufgabe bekommen, hat nicht mal die Hälfte in der gleichen Zeit geschafft, spricht für sich. Und ja, du hast ja aber jetzt mit dem Düngen was anderes. Aber Dominik war richtig gut, richtig gut. Sehr fair. Ich glaube auch, dass du fair arbeitest. Davon mal gesagt, ja, guck mal, als ob so kleine Sachen wie mal 2 km/h fahren, mein, das ist da witzig. Weißt du wie? Ist ja jetzt nicht schlimm oder so. Bin ich da der Letzte, der nicht mit drüber lachen kann. Das weißt du doch. Ja. Das war ja auch mal nur nicht mal eine Minute, ey. Deswegen. Alles gut. So. Also ich muss sagen, es liegt Liebe in der Luft. Ja, natürlich. Von mir immer. Oder? Aber ja. Man darf eine Sache nicht vergessen, es ist und bleibt eine Challenge. Ja, das ist halt eine Tatsache. Und ja. Ich glaube, Füsi ist so angespannt, weil er das erste Mal, also korrigiere mich gerne, das erste Mal so richtig Siegeswind schnuppert. Also so richtig krass Siegeswind schnuppert und wir wirklich auf der Ziellinie sind in diesem Projekt. Ja. Und er kann... Nicht nur mich, sondern, also es geht ja nicht darum, mich zu schlagen, es geht ja darum, zu gewinnen. Also der Beste von allen Vieren zu sein. Und wenn er das wird, wenn er das schafft, dann wäre das ja schon eine ordentliche Ansage. Also ich bin Lebenswerk. Ich bin ganz ehrlich, Tino, ich arbeite zwar die ganze Zeit bei dir und alles, aber ich würde Freezy unmenschlich gerne wünschen. Also. Gut, ab nächstes Mal, Marc, neue Teamaufstellung. Das bringt so gar nichts mehr. Wir haben ja gerade einen Spion entlarvt. Oha. Hör mal, ich hab... Alles klar. Bei welcher Folge sind wir jetzt, Leute? Die letzte. Nee. Ich meine so insgesamt Projekt. So. Boah. 160, 170? 100, nee, so viel ist es nicht. Hä? Nee, 160 rum, glaube ich. Mein auch. Marc, wann Kühe wieder? Ich gucke gleich. Könnte schon sein. 7 ist fertig. Ja. Nee, ist noch nicht. Stunde noch. Dann einmal bitte mit dem Dünger zurück zum Hof. Habt ihr gerade noch eine Aufgabe? Helft mir mal ein bisschen. Ansehen, ja. Und dann noch ein Feld und dann noch ein Feld. Nee, Physi, für Physi. Ach so. Kalk holen. Hä? Entschuldigung, ich habe jetzt gar nicht, ich musste hier. Kalk holen, also. Kalk, ja. Mit dem Streuer quasi einmal zurücksetzen in die Mitte und wie viel also geht nah rein? Den großen Kalkstreuer? Nee, 14.000 glaube ich. Kauft ihr das mal und geht hin und lad das auf, okay? Ja, das können wir so machen. Ich hab gar nichts Großes. Jo, mach mal. Was machst du denn, Marc? Ich striegel eigentlich, aber ich muss warten, bis Marc weiter ist. Er ist schneller mit der ja. Arbeitsbreite. Dann kauf bitte einmal das Kalk. Und setz Füsi mal bitte die Sachen zurück. Jo, mach ich. Warte aber bitte ganz kurz, Füsi soll. Ich nenne den Steuer wieder dahin, wo ich ihn aufgenommen habe, ja, neben der BGA. Ja, BGR haben wir nicht. Wo bist denn du jetzt gerade, Füsi? Bei dir am Hof.
Nicht, dass du den an den falschen Wurf warte mal ganz kurz. gib mir den mal. Setz Füsi bitte den New Holland zurück, den blauen. Jo. Der steht beim Silo. Schon weg. Okay, Füsi, dann kannst du einmal zum Händler runter. Und der Kalkstreuer. Böse. Da. So, jetzt noch Kalk kaufen. Mein Hulkbuster ist angekommen. Steht bereit. Genau, kannst den Kalk einmal laden und einfach dann hochfahren und abstellen. Wer ist gekommen? Mein Hulkbuster, mein Lego-Modell. Was ist das? Aus den Marvel-Filmen, der wo Tony Stark, Iron Man gegen Hulk gegen kämpft. Der okay. Buster. Okay. Ist das der Hulk-Film mit She-Hulk? Oder wie sie sich nennt? Nein, das ist, okay. Der kommt, das erste Mal taucht der auf in, Age of Ultron. Ah. War der erste Auftritt. Kennst du dich aus damit, Marc? Nee. Boah, warum fragst du? Naja, also, ich habe einige, die meisten gesehen, die letzten Jahre nicht mehr so aktiv verfolgt. Mhm. Aber ich kann mir so einen Scheiß auch mal nicht merken. Also meine Frau kennt sowas in- und auswendig, wenn die das zweimal gesehen hat. Ja. Kennt die ganze Lore dahinter und was weiß ich nicht. Aber ich bin da hoffnungslos verloren. Also keine Chance. Marvel und DC-Lore ist auch ziemlich schwierig, die komplett zu verstehen, weil das in verschiedenen Welten und Dimensionen und... Ach, das ist so. Du könntest mir in einem zweiten Teil in der Trilogie Charaktere auftischen, die im ersten Teil eigentlich gestorben sind, ich würde es nicht merken. Aber du bist doch hier auch WoW-Spieler, oder? Ja, aber Lore, keine Chance. Du bist WoW-Spieler? Auch bei WoW nicht? Marc. Naja, ist seit einem Jahr eigentlich schon fast raus, aber ich habe seit Lich King gespielt, ja. Wie krass hast du WoW gespielt? Beim Gucken, wo ich immer... Ja, nicht European 100 oder so, aber schon Mythic Raids, also... Kein Pro-Gamer. Einer von vielen, aber jetzt auch nicht so guffel. Okay. Der Schuldenberg wird langsam abgetragen. Was? Du kannst in WoW unendlich viel Geld reinschieben. Ach so. So meinte ich das. Nee. Ja. Du bezahlst doch da, ich sag mal, diese 12,99 oder ist das teuer? Im Monat. Weiß ich jetzt nicht, im Monat und kannst alles benutzen, oder? 6-Monats-Abo ist ein bisschen billiger, ja, genau. Stockt bei euch allen der Ton, Chat, stockt bei euch allen der Ton, weil bei mir läuft das entspannt. Wir haben 2000 Mist drin, Leute, das lohnt nicht. Wir haben 2000 Mist drin, alles gut. Uns ist Stopp. Ja, ich schaff's leider nicht, ich bin hier bei Feld 4. Alles gut, lässt ihn da stehen. Passt. Guti, dann meine Lieben, wir sind erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut gerne bei Füsi und bei den anderen natürlich vorbei. Füsi, danke für deine Hilfe. War es tatsächlich wirklich eine Hilfe. Hast uns ein bisschen mitgeholfen, fand ich cool. Und in diesem Sinne sind wir erstmal raus. Bis dahin, ciao, ciao. Montag, 20 Uhr, wieder live. Tschüss. Tschüss.